Noch vor wenigen Jahrhunderten, da war man in weiten Kreisen der Auffassung, es gäbe Menschen mit Hundeköpfen oder mit dem Gesicht auf der Brust oder Mischwesen aus Skorpion, Löwe und Mensch. Entfernte man sich weit genug vom Vertrauten und Bekannten, lief man Gefahr, Pferden mit Flügeln zu begegnen und Geschöpfen, die mit Blicken töten konnten. Die Existenz von Einhörnern war allgemein anerkannt. In den Meeren wimmelte es von riesigen Wesen mit den sonderbarsten Eigenschaften und Absichten. Die Fassaden mittelalterlicher Kathedralen sind reich bestückt mit Fabeltieren und Dämonen, die man für tatsächlich existente Wesen hielt. Wir haben uns schon immer vor allem Bestialischen gefürchtet, insbesondere vor Raubtieren, die uns töten und fressen konnten. In schwindelerregendem Tempo rotten wir andere Arten aus, denn wir herrschen über die Erde und die Meere. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem es fast keinen fairen Kampf zwischen Menschen und Tieren mehr gibt. Und wenn es so dargestellt wird, handelt es sich in der Regel um eine Inszenierung. Der wahre Kampf, der spielt sich heute unter Menschen ab. Die wilden Tiere sind heutzutage vom Aussterben bedroht. Den meisten begegnen wir nur in Zoos oder auf Safaris, bei denen die Menschen eine Stange Geld bezahlen, um einen Blick auf das Großwild in der Savanne werfen zu dürfen. Vielleicht sogar durch ein Zielfernrohr. Wale oder Haie aus der Menge zu erleben. Vielen Menschen Freude, aber es verleiht ihnen auch einen gewissen Status. Es ist übrigens schon vorgekommen, dass sich Walfänger und Waltouristen näher gekommen sind, als ihnen lieb war. Vor ein paar Jahren, da war ein Boot voller Touristen aus aller Welt auf Walsafari vor Andorra. Die Stimmung war gut, es gab viele Zwergwale in der Gegend, doch die Freude fand ein jähes Ende, als neben dem Touristenboot ein Walfangschiff auftauchte. Vor den Augen von 80 Walliebhabern harponierten die Walfänger einen Zwergwal. Auf dem Rückweg mussten die Touristen miterleben, wie ein weiterer Zwergwal an Deck eines anderen Walfangschiffs gehievt wurde, während das Blut des Tieres in Strömen floss. Den Touristen, nicht zuletzt den Kindern, brannte sich der Einblick für immer ins Gedächtnis ein. Der Vorsitzende des norwegischen Zwergwalfängerverbands äußerte gegenüber der Zeitung Amdøy Posten, man müsste sich mal vor Augen halten, dass, Zitat, ausgerechnet die entschiedenen Gegner des Walfangs rausfahren, um sich Wale anzusehen. Zitat Ende. Und noch etwas fällt auf. Monsterfilme handeln kaum noch von wilden Tieren. Viel häufiger geht es um pervertierte Ausgaben von uns selbst. Beispielsweise Zombies oder Vampire. Wenn uns andere Wesen bedrohen, kommen sie in der Regel aus dem Weltall oder in seltenen Fällen aus dem Meer. Dort gibt es noch weiße Flecken, über die wir nicht